Jo. Grüße. Dimension W, Folge 6. Wow, wieder sehr viel Futter für die Geschichte anscheinend. Wow, es kommt wieder sehr viel Neues hinzu. Und man sieht ein bisschen ältere Sachen, die man schon kennt, wie die auslaufen gerade. Also im Großen und Ganzen hier geht es um einen Besuch des afrikanischen Vertreters, also des CEOs der New Tesla Organisation für diesen Tower 60. Also der Typ ist also so eine Art Kronprinz in seiner Gegend und wird auch als Robot Maker bezeichnet. Was schon mal darauf hinweist, wo das Ganze hingeht, okay? Vor allem wenn man sieht, okay, dass anscheinend der kleine Nachzügling, den er anscheinend mitgebracht hat, lieber verschwunden ist. Eine typische, okay, kleine Ausreißer macht den Ausflug auf den Jahrmarkt-Geschichte. Die kennt man aus den meisten Animes. Es ist ein Klassiker, okay, das ist ein Klassiker. So, oh, Streuner trifft auf Hauptfigur durch Zufall und verbringt einen Nachmittag mit ihm. Es ist Klassiker, okay, es ist Klassiker. Fällt mir vor allem sehr oft in Harem-Serien. Auf jeden Fall. Mabuchi ist hier mehr oder weniger so, au, oh, man erfährt ein bisschen was von seiner Vorgeschichte. Vor allem die Geschichte, während der vor einem Grab, also auf dem Weg zu einem Grab ist, das er dann jedoch nicht besucht. Wird auch prominent angesprochen in der Serie. Man bekommt damit, dass er eine Schwester hat. War etwas Unerwartetes für meine Verhältnisse. Yeah. Aber okay. Auf jeden Fall, Lou heißt der junge Bengel aus Afrika, jo. macht sich auf eine Entdeckungsreise quer durch die Stadt, während er auf Mabuchi trifft und der ihn auch witzigerweise spontan ungewollt mehr oder weniger von den der Security seines Heimatlands nicht unbedingt rettet, aber mehr oder weniger so involviert wird, nennen wir es so, okay. Und dann auch eben diese klassische Szene in Bezug auf, er will seine Ruhe, junges Entenküken dackelt ihm hinten nach, nennen wir es einfach mal so. Das dann irgendwo auf einem Jahrmarkt endet, wo es dann eben mehr oder weniger zu kleinen Missbräuchen von Attraktionen geht. Und man auch gleich mal sieht, okay, der Kleine hat ein bisschen mehr Kraft, als es aussieht. Was dann klar wird dagegen in der Episode, okay. Und auf lange Rede kurz hin trifft man sich dann eben quasi bei einem Stoff und Ausstatter, mehr oder weniger so ein Klamottenhändler, der betrieben wird von seiner Schwester. Mabuchi Schwester. Ich weiß nicht, ob direkt verwandt oder einfach nur so quasi aus Gewohnheit. Auf jeden Fall ist sie, oh Mann. Wenn ich's mal rauswende, die hat diesen Brocon, okay? Die hat einen ziemlichen Stein im Brett für ihn anscheinend. Nicht, er hat den dunklen Prominent rübergebracht, aber man merkt's, okay? Man merkt's. Und ich finde halt lustig, dass genau in dieser Situation so ganz spontan Sachen auftauchen, wie zum Beispiel. Sieh mal los hier. Einfach verpasst. Nein, das hab ich nicht. Gut. Dachte gerade, ich hätte einen Telefon gesehen, dass irgendwas passiert hat. Oh, nee, egal. Auf jeden Fall, man bekommt immer wieder mit, so Leute mit recht, sagen wir es mal so, grobschlächtigen fast schon, Prothesen. Auch hier in diesem Laden taucht eine der Helferinnen sogar auf, die eine Armprothese hat. Und wird eigentlich nicht wirklich darauf hingewiesen, aber es ist sehr prominent im Bild und immer so, faszinierend. Also ich finde es lustig, es sind diese kleinen Touchen an solchen Serien und merkt, okay, wird dir gezeigt, aber wird nicht darauf hingewiesen. Es ist so dieses, das, die Cyborgisierung ist auch hier recht weit fortgeschritten, vor allem in dem Bereich, im Bereich der Prosthetik anscheinend. Und oh Mann, natürlich sind das wieder so zwei Geschäftsangestellte, die typischen, oh Mann. Oh, niedlicher Junge, müssen wir in Mädchenkleider stecken. Meine Güte. Wo hat man denn Taschen überall, okay?
Und im Großen und Ganzen wird er dann abgeholt von seiner Division. Oder auch Mauchi wird eiskalt fallen lässt, dass er anscheinend einen synthetischen Körper hat. Also eine Ganzkörperprothese Marke Cyborg. Okay, und ja. Was auch ganz lustig ist, dass Marion auftaucht. Also Mirai, so was. Und yeah. Da merkt man eben den Brocon bei seiner Schwester ordentlich raus, weil sie so, wow, was für ein Verhältnis hast du mit diesem Mädchen? Oh, yeah. Auf jeden Fall, nur da noch, bekommt man schnell mal mit, okay, ein kleiner Einbruch im Lokal bei Maruchis Chefin, mehr oder weniger, so kann man es besten bezeichnen, glaube ich. Und das Interessante ist, du denkst dir so, okay, hier ewiger Kampf und hier wird gleich mal die Sau abgehen. Okay, vor wird natürlich zerlegt. Die kleine mehr oder weniger Rausschmeißerin. So ein androides kleines Mädchen, das anscheinend als Rausschmeißerin, Schrägstrich, als Bodyguard dort arbeitet. Recht ruhig, nicht sehr viel Film, Video und Bildpräsenz jetzt gehabt, aber yeah, du siehst genau, wirklich. Sie ist der gleichen Junge nochmal in einem ziemlich eindeutigen Kampfoutfit die Tür eintreten, reinstürmen, vor mehr oder weniger ins Verteller zerlegen. Wirklich, also. Und zwar nicht gerade sehr unsauber. Also wirklich, normalerweise sieht man es in den meisten Serien also quasi in so einem Schlieren- oder Schattenbild, wo einfach nur weißer Hintergrund und schwarze Silhouette, wo man sieht, wie wir uns Verteller Richtungen fliegen. Hier nicht so. Hier ist wirklich so, bumm, und du siehst wirklich die Innereien und die inneren Mechanismen durch die Gegend fliegen. Also, okay, ein bisschen brutal. Auch für eine Maschine, gebe ich offen zu. Okay. Und das Einzige, was man hier mitbekommt, ist, das ist kein Einbruch, es wird einfach nur eine Nachricht überbracht. Dann sage ich, wow, E-Mail ist nicht, oder? Und das setzt halt eben voraus, dass man als erstes Mal hört, wo diese Szene, die man immer wieder in Flashbacks gesehen hat, eigentlich spielt, und zwar auf den Osterinseln. Dieses komische kristalline Gebilde, das man ab und zu in Flashbacks gesehen hat. Plus die Aufforderung, innerhalb einer Woche dort aufzutauchen, jeder, der was in irgendeiner Form mit illegalen Calls und Bitter Calls zu tun hat, anscheinend. Nebenbei haben wir auch noch eine kurze Szene, wo man Loser wieder mal sieht. Oh. Der zusammen mit seiner Tochter anscheinend in einem Unterseeboot, ich glaube, es heißt ein Unterseeboot, anscheinend auch wieder nach Beta-Calls oder nach den Numbers sucht. Und, oh Mann, ja. Anscheinend ist er recht weit fort mit seiner Vorbereitung, weil er bringt mir auf, dass er nur noch einen einzigen braucht. Also hat das doch einen tieferen Plan. Nicht einfach nur Dinger zu sammeln oder zu horten, sondern das hat anscheinend doch eine rechte Funktion anscheinend. Und dass man eine bestimmte Zahl von den Dingern braucht für etwas. Was? Keine Ahnung. Und yeah. Die ganze Episode endet mehr oder weniger in so quasi einem kurzen Einblick ins Geschehen der Vergangenheit. Ich glaube ungefähr so 5 Jahre in der Vergangenheit, wenn ich das richtig bis zu diesem obligatorischen Verlust, den Mabuchi anscheinend hier ziemlich mitgenommen hat. Ja, würde ich fast sagen, das dürfte interessant werden. Man könnte außerdem auch eine nette kleine Nebenszene zusammen mit dem CEO treffen. Mit ungefähr, in was für einem Jahr das schon ungefähr spielt, weil ein Wein sollte, der 76 Jahre alt ist und der anscheinend im Jahr 2000 gekeltert wurde. Also ist man kann ungefähr davon ausgehen, dass es sich ungefähr hier im Jahr 2076 spielt, ungefähr. Also, ja. In der etwas entfernten, aber nicht allzu entfernten Zukunft. Also, es sind diese kleinen indirekten Sachen, die uns eigentlich meistens auffallen. Eben wie diese ganzen Cyborg-Geschichten, die immer so mehr oder weniger fallen gelassen werden und so quasi, da ein bisschen, dort ein bisschen. Und eben solche Details, wie man zum Beispiel, wenn man mitbekommt, was für ein Jahrzehnt oder was für ein Jahr man ungefähr sich hier bewegt. Eben durch diese Weinetikette. Interessante Geschichte eigentlich. Aber wie gesagt, es ist also ein bisschen.
Es ist sehr viel Nebenbei-Material, was ich sehr interessant finde. Ist ungewöhnlich für die heutige Zeit vor allem. Wollte ich nur behauptet haben. Und auf jeden Fall, yeah, man kann davon ausgehen, dass die nächste Episode bei mir ja so eine Flashback-Episode und mehr auf die Vergangenheit angespielt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das eine komplette Flashback-Episode wird oder so, aber man sieht auf jeden Fall schon in der kurz bevor die Episode endet, einen Rückblende zu einem Mädchen, um das es sich wahrscheinlich drehen wird in der ganzen Storyline. Eingeklemmt zwischen einer Mauer und einem Bus. Ziemlich interessant. Also anscheinend nicht verletzt, aber es normal reden kann und so weiter. Aber interessant. Ebenfalls durch, sonst wird irgendwas durch Regenwetter getriggert hier in der Situation. Sie halten sich da ein bisschen mysteriös. Aber erinnert mich an die guten alten Zeiten in den 90ern, als solche Szenen meistens aufgetaucht sind, wenn Regen kam. Gute alte Zeit. Auf jeden Fall, yeah, Episode 6, Dungeon W. Bisschen Information, bisschen mehr Material, ein paar neue Charaktere sind drinnen, oh Mann. Und die scheinen nicht unbedingt das Beste im Sinn zu haben, zumindest nicht vom direkten Standpunkt aus. Wird auf jeden Fall interessant in nächster Episode. Nächste Episode, wie gesagt, wird wahrscheinlich mehr auf die Vergangenheit von Mabuchi eingehen. Also, mal zu sehen, was da noch auf uns zukommt. In diesem Sinne, man macht's und ich mach's, weil sonst niemand nicht macht. Und ich glaube, ich gehe mich jetzt ins Bett legen. Oh ja, das Hochladen kann auch alleine. Über Stunden schlauchen, das am Montag schon. Tschüss und bis zum nächsten Video. Ist nicht so schlimm. Es zieht etwas runter. Oh ja. Oh, ist das wirklich stark. Kalt, aber stark. Aber gut gegen Erkältung.